Wunderschönen guten Morgen. Ich habe Ileana gerade in die Kita gebracht. Und Mama und ich machen gerade Frühstück. Sind jetzt mittlerweile auch schon alle wach. Wir haben jetzt 9 Uhr morgens. Heute wollten wir. Warte kurz, ich muss mich kurz um meinen Pfannkuchen kümmern. Ich mache gerade Crepe. Mama hat gerade Rührei gemacht. Masch ist ausgemacht. Ja. Richtig cool. Die haben uns aus Holland, also die haben eine eigene Hühnerfarm, haben die uns Eier mitgebracht. Und die, aus denen haben wir jetzt gerade Rührei gemacht. Das ist das Frühstück für heute. Oh. Ja, guten Appetit. Was guten Appetit in Deutsch? Eet smakelijk. Ha? Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja. Oké. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Hi. Ik wil volgens je adem. Appetit, want de anderen moeten weg met de Leno halen. Wir haben Ileana vom Kindergarten abgeholt und jetzt sind wir im Bad Wildbad und zwar bei Leos Mom im Restaurant. Wir essen jetzt alle gemeinsam zu Mittag. Eigentlich viel zu früh, wir haben gefühlt erst vor 2 Stunden, nee, wir haben auch erst vor 2 Stunden gefrühstückt, aber egal, wir essen jetzt hier auf jeden Fall zu Mittag. Und danach machen wir einen kleinen Ausflug. Und zwar zeigen wir es euch später. Salat. Salatesserin. Yummy. Gibt Pommes, Bratkartoffeln, Spätzle. Wir sind jetzt in der Sommerbergbahn. Ileana, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt, Ileana? Zug. Ja. Natürlich. Maske. And that only a reduced number of people is allowed in each compartment. Thank you for your cooperation and your mutual respect. Enjoy your ride and your time in Bad Wildbad. Wow. Ileana, guck mal. Ileana, wir fahren. Wir laufen jetzt den Turm hoch. Und wenn man ganz oben angekommen ist, dann kann man den ganzen Weg quasi wieder runterrutschen. Aber das ist erst ab 6. Das kann Ileana nicht rutschen. Wir sind jetzt angekommen. We're enjoying the view. Das ist komplett Schwarzwald, Leute. Ileana ist eingeschlafen. Als wir vom Baumwipfelpfad runtergelaufen sind, konnte sie nicht mehr. Wir sind jetzt hier wieder an der Bergbahnstation und fahren jetzt wieder runter ins Tal und gehen Eis essen. Back home. Und wir bereiten wieder Buffet. Es gibt einmal gibt es Tomate Mozzarella, dann gibt es noch Tomate Mozzarella und Tomate. Also man sieht, wir hatten echt sehr viel Auswahl an Gemüse da. Oh, this is the new one. Ja. Moi, schön. Moi, weißt du, was Moi heißt? Schön auf Dutch. Auf Dutch. Moi. Ach, moin. So, hier ist eröffnet. Ich finde, sie ist irgendwie voll ein Meme irgendwie. Ja, ich finde, sie ist. Die ist voll Meme und alles ist gut. Ja. Ihr Deutschmädchen, was ist sie? Erklär mal, was ein Meme ist. Erklär mal. Nein, die Frisse, Junge. Ja, erklär doch mal, ja. Ja, Meme, was gibt's? Was ist Meme auf Deutsch? Meme. Du musst eins noch. Hey, komm mal da. Hallo. Der Grote von Nederland. Ah. Ileana. Essen. Essen.
Hello, es sind jetzt auch schon ein paar Tage vergangen. Wir haben die letzten Tage nicht gevloggt. Wir waren jetzt doch Europapark. Das hat über Connections doch geklappt, zum Glück. Und es war echt ein mega, mega cool der Tag. Gestern waren wir an einem Baggersee und heute sind die mit zusammen mit unserer Mom zum Bodensee gefahren, beziehungsweise erstmal nach Rheinfallen, Neuhausen, auf jeden Fall da in der Schweiz die Ecke, und danach fahren die direkt zum Bodensee, weil einfach so einen kleinen Ausflug, weil wenn die schon in der Nähe sind. Und heute werden wir mit unseren Geschwistern dann einen Tag verbringen. Die zwei haben übrigens bei mir heute geschlafen, auf der Couch. Gestern haben wir auch schon unsere aussortierten Klamotten verteilt. Also hier ist ein Sack, und unsere Familie aus Holland hat auch ein paar Sachen gefunden, die sie haben wollen. Das meiste hat eigentlich Angelina gepasst, weil Antonia ist sehr, sehr schmal. Aber wir fahren heute zu Paddy und Katrin. Die sind ja auch sehr schmal und die haben auch ein paar Sachen aussortiert. Deswegen werden wir heute dahin fahren, damit sie auf jeden Fall auch noch ein bisschen was bekommt. Wir haben vor kurzem auch noch gefrühstückt. Eliana ist übrigens bei ihrer Oma. Also Juli fährt sie jetzt gerade dorthin zu Julis Elternhause. Und wir warten jetzt eigentlich noch, bis Kat aufwacht. Es ist jetzt nämlich noch relativ, das heißt relativ früh, aber so 10:30. Aber gestern waren wir bis 3 oder so wach. Ich glaube, sie schläft noch, weil ich habe sie die ganze Zeit versucht anzurufen. Sie geht irgendwie nicht ran. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass sie schläft. In der Zwischenzeit backe ich einen Bananenkuchen, weil die Bananen sind soweit. Und nehme das dann später zu den Palmes mit, ne? Kaffee und Kuchen. Und das kommt jetzt in den Ofen. Ich merke, ich werde alt. Ich bringe Kuchen mit zu meinen Freundinnen. Nur so. Ich habe mir überlegt, ich will einen Pool. Dieses Jahr wird es nicht mehr möglich sein, aber vielleicht als Projekt fürs nächste Jahr. Eigentlich habe ich den Platz. Ich zeige euch mal kurz, was ich meine. Das ist jetzt meine hintere Terrasse. Die ist riesig. Also ich habe echt viel Platz hier. Da hinten haben wir ja auch noch ein bisschen Garten. Und eigentlich hätte ich schon noch Platz für einen Pool. Stellt euch vor, hier wäre jetzt so ein schöner Pool. Also ich meine jetzt keinen Aufstellpool, sondern ich will so einen richtigen Pool in dem Boden. Weiß nicht, also irgendwie fände ich das schon richtig geil. Vor allem dieses Jahr hätte sich's richtig krass gelohnt, weil wir die meiste Zeit ja zu Hause waren. Aber ja, weiß nicht, vielleicht fürs nächste Jahr, keine Ahnung. Ich fände es richtig geil. Also das wäre echt ein krasser Traum von mir. Ein Pool. Ja. Das würde so cool aussehen. Wenn hier ein Pool wäre, dann würde diese Terrasse hier hinten bestimmt auch viel öfter genutzt werden. Zurzeit haben wir das ja eigentlich nur für Feiern oder sowas benutzt. Ansonsten machen wir hier hinten eigentlich nichts. Guck mal da, also es muss ja auch nicht mal ein großer Pool sein. Es kann einfach nur so ein Quadrat sein, finde ich, in dieser Ecke vielleicht. Das würde schon voll ausreichen. Planänderungen. Die gehen doch nicht zu den Palmes. Die gehen ihre Oma besuchen und danach zu ihren Eltern grillen. Deswegen haben wir gedacht, wir lassen uns jetzt massieren. Von unserer Tante. Von unserer Tante. Wir fahren jetzt zur Tante Helen. Und ja. Cool, gell? Wir sind jetzt bei unserer Tante. Hi. Hi. Good dog. Ja, die Höhe. Hast du Angst? In der Hund? Komm, guck mal, Mami. Aber nur, dass ich kann, das gehst du immer mal. Komm. Aber vielleicht später. Ja. Ja. Ist was später, gell? Gut aus. Ja. Ich habe jetzt unten bereitet von Massad. Hier. Guck mal, Tante Helen hat einen Vogel gefunden. Ja, guck mal. Der lag auf dem Boden, gell? Ja. Auf der Hitze, auf den Platten? Ja. Was zum Trinken und was zum Essen gegeben. Ich habe mittlerweile auch Pipi gemacht und A gemacht. Aber der Arme, ich hoffe, dem geht's gut. Tante
jetzt gerade ihr ganzes Beet. Ja, vergoldet. Ja, voll viel. Oh ja, stimmt. Hier hat sie Karotten, Tomaten. Das hier sind die Bohnen, Digga. Bohnen. Hier sind so Paprika, Aubergine, wieder Tomaten, Salate. Hier sind Kräuter. Lisa, wann hast du Zeit? Wir machen von deiner. Da war vorher, wir haben immer deine Mama gesagt, hier, wir machen das, Lisa. Und dann hat Nick gemacht, deine Mama. Ja. Ich habe schon gesagt, hol mich, wir machen das selber. Ja. Guck mal, das kann man jetzt. Kann man jetzt essen, ja, ne? Essen, ja. Birnen und Äpfel hat hier auch noch. Aber das ist so viele. Aber wie lange hat es gedauert eigentlich, bis es. 2 Jahre? Okay? 2 Jahre. Guck mal hier, und das ist hier Rosmarinbusch. Ja, ja. Auch 2 Jahre. Eins, zwei Jahre. Wie lange ist denn das? Das ist so viel. Voll gut. Das ist richtig cool. Und wie ist's? Gut. Also wir haben uns jetzt schon alle massieren lassen. Die einzige, die noch übrig bleibt, ist die. Sie kommt nach Cut. Ich habe gemerkt, dass wir den Vlog nicht beendet haben. Deswegen mache ich es jetzt. Ich sage dann mal Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.